Wenn ich heutzutage in die Zeitung schaue oder ins Internet oder Nachrichten und andere Berichte im Fernsehen mir anschaue, dann ja, da kann man schon Angst bekommen. Aber ehrlich gesagt, diese Angst wird bei mir nur noch verstärkt. Die habe ich immer schon gehabt, nicht immer, aber zumindest seit ich vor 12 Jahren an Parkinson erkrankt bin und als Nebenwirkung dann natürlich auch noch die, leider Gottes nicht unübliche, mehr oder weniger starke Depression hinzukam. Ja, damit muss ich leben. Muss ich nicht, aber damit will ich leben und damit lebe ich. Nicht besonders gut, aber ich lebe. Und das ist ja die Hauptsache. Aber, das große Aber, wenn ich dann sehe, was die Medien und nicht nur die Yellow Press, die berüchtigte, oder Illustrierte, die nur auf Sensationen aus sind, sondern auch ganz seriöse oder einstmals seriöse öffentlich-rechtliche Hörfunk- und Fernsehsender aus der ohnehin schwierigen Situation machen, von Blättern wie Bild-Zeitung, Focus oder was es da sonst noch so alles gibt, bin ich da nicht überrascht. Das war immer schon so, aber die baden jetzt geradezu in der Angst ihrer Zuschauer, ihrer Leser und Leserinnen natürlich. Aber leider setzt sich das auch in den öffentlich-rechtlichen Medien, für die ich ja lange selbst gearbeitet habe, fort. Es gibt kaum noch etwas, was die als Schamgrenze, sag ich jetzt mal, oder Anstandsgrenze, richtiger gesagt, sehen würden. Was für uns vor mittlerweile 20 Jahren selbstverständlich war, das gibt es heute einfach nicht mehr. Diese Grenzen haben sich langsam aber sicher, und das fing schon zu meiner Zeit, naja, zu meiner Zeit an, bröselte das so langsam vor sich hin. Was ist da los? Ich kann nur Vermutungen anstellen, aber ich bin ziemlich sicher, es ist die Kommerzialisierung nicht nur der, wie sie sich selbst gerne nennen, privaten Sender, wir haben immer schon gesagt kommerzielle Sender, sondern auch die Kommerzialisierung der vielgepriesenen und lange Zeit zu Recht vielgepriesenen öffentlich-rechtlichen Hörfunk- und Fernsehsender. Da gibt's natürlich immer schon das Wort, das Zauberwort, Quote, Quote, Quote. Das kennen wir alle. Aber das alleine zieht nicht mehr. Es gibt Pressure Groups, die wir auch aus der Politik, und zwar aus allen, ich wiederhole, aus allen mir bekannten Parteien, gibt, die mittlerweile längst wichtige Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens bestimmen. Man denke nur an die Lobby, die jetzt zum Beispiel wieder mal versucht, mit aller Macht und Kraft, die sie hat, zuzuschlagen. Die Atomlobby. Ob es nun sinnvoll wäre, von moralischen und ethischen Sachen überhaupt mal ganz abgesehen, 3 Atomkraftwerke noch mal ein paar Monate länger laufen zu lassen. Darüber streiten die Gelehrten. Was mich aber wirklich stutzig macht, ist, dass man sowas überhaupt
wieder sagen darf. Oder nehmen wir mal Herrn Söder, den Ministerpräsident von Bayern. Der verkündet lauthals, ja, jetzt müsste aber das Fracking-Verfahren her. Das ist nicht nur umstritten, es ist verboten in Deutschland zumindest, wegen nachgewiesener Gefahren, die nicht irgendwie von der Hand zu weisen sind. Es geht von der Vergiftung des Grundwassers bis hin zu Erdbeben. Ob das berechtigt ist, in dem Maße, in dem es von Kritikern behauptet wird, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Wissenschaftler. Aber es ist verboten. Herr Söder fordert das jetzt. Das ist so ein typischer Fall. Er fordert das natürlich nicht für sein geliebtes Land Bayern, sondern für uns hier in Niedersachsen. Und noch empören sich der SPD-Ministerpräsident und der SPD-Umweltminister hier in Niedersachsen dagegen, was der Söder nur wieder hat. Wir bleiben dabei, hier gibt es kein Fracking. Aha. Der Umweltminister Olaf Lies mit Namen hat vor gar nicht mal so langer Zeit noch immerhin behauptet, er sei gegen den Abschuss von Wölfen. Natürlich, dann fing er an, von Herausnahme zu sprechen. Und heute mittlerweile redet kaum noch jemand außer den Naturschutz- und Tierschutzorganisationen davon, dass das Abschießen von Wölfen, von freilebenden Wölfen, verboten ist. Und zwar auf europäischer Ebene. Nicht irgendwie in Bayern oder in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, sondern auf europäischer Ebene. Oh, da kümmern die Herrschaften sich direkt drum. Es könnten ihnen ja einige liebgewordene Wählergruppen wegbrechen. Schafzüchter oder was auch immer. Jäger, die gerne mal einen Wolf herausnehmen würden, weil der ja so böse ist. Natürlich nur die Bösen. Die guten Wölfe bleiben leben. Ich weiß nicht, was ein guter und was ein böser Wolf ist. Das ist alles heute egal. Es bröckelt immer mehr. Mir ist bange vor der gar nicht so weiten Zukunft. Wohin führt uns das alles noch? Leute, wir müssen wach werden. Wir haben mal gesagt, wehret den Anfängen. Ach, da fallen mir auch schon so ein paar Sachen ein. Die Spinner, die gefährlichen Spinner, werden immer frecher. Diese österreichische Ärztin, die es gewagt hat, offen zur Impfung gegen Corona einzutreten, wurde so lange gemobbt und mit Morddrohungen überzogen, bis sie schließlich nicht mehr weiter wusste und sich das Leben nahm. Die Behörden, die offiziellen Stellen sagen, nö, also uns ist da nichts aufgefallen. Die Frau hat sich aber dauernd beschwert. Als Antwort bekam sie lediglich, die soll sich mal nicht so anstellen. Doch wir stellen uns so an. Ich will keine Atomkraft. Ich will, dass geschützte Tiere geschützt bleiben. Ich will vernünftige Gesundheitspolitik. Ob uns das noch gelingt? Ich hoffe es, weil bei aller Angst bin ich immer noch Optimist. Alles Gute wünscht Ihr Jos van Aken.